Wo ist der Projektor überhaupt? Was ist los? Okay, wo ist die Kneipe? Schauen wir da mal. Na, was ist das? Hallo! Tower Vertretungsbüro. Vertretung? Sehr gut, ich muss zu Tower. Tower ist die beste Wahl für alle Insekten. Ja, deswegen bin ich hierher gekommen. Mit Tower können sie sich geborgen und sicher fühlen. Das ist ja schön und gut. Aber wie komme ich dorthin? Tower, die Antwort auf all ihre Probleme. Sind sie etwa ein Automat? Wie komme ich ins Innere von Tower, mein Herr? Oh, nun. Sie müssen warten, wie alle anderen auch. Oder? Oder? Nun, da gibt es diese Projektion. Ja, eine Projektion. Und? Ich schätze, sie kommen hinein. Durch sie. Durch die Projektion? Wieso glauben Sie das? Nun, ich habe es noch niemanden versuchen sehen. Richtig. Danke. Lang lebe Tower. Ja, lang lebe Tower. Okay. Also durch den Projektor. Tretet näher, alle miteinander. Ah, jetzt ist wieder irgend so ein Prediger. Wise Woman, Crystal Seer. Hallo, Titorelli. Geht's da zum Projektor? Ah, ja, das schaut projektormäßig aus, mit diesen Filmrollen. Wahrscheinlich liegen da lauter Bierflaschen oder so oben. Das ist ja witzig. Das hat gespeichert, sehr gut. Aber da gehe ich jetzt wieder runter. Jump. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo geht's denn jetzt? Moment, da. Moment einmal. Ja, ich kann da hoch. Aber ich komme von da nicht da hoch. Vielleicht, wenn ich irgendwo Sticky finde. Also Stickfüße. Ich komme auch da nicht durch. Okay. Ob ich von dort da rüberkomme? Nice. Ja, warum weiß ich auch nicht, ne? Titorelli, bist du das? Ja, ich kann mir dann... Wie komme ich da hoch? Ja, vielleicht finde ich wirklich wo sticky Füße. Mal schauen. Okay, wo bin ich? Da kann ich nur reingehen. Ja, das ist der Filmprojektor. Ah, okay, warte mal, da gibt es einen anderen Weg.
Vielleicht muss ich da nochmal reingehen. Warte mal, ich geh nochmal rein. Ja. Oh. Kannst du dich an die erste Folge erinnern, an das Gemälde? Das Gemälde, wo er gesagt hat, oh, dieses Gemälde, ist das wichtig? Das war genau das Büdel. Das ist jetzt aber wirklich woanders, gell? Wo ich gerade da rein... Also, hä? Okay, nice. Da gibt es wirklich zwei Eingänge. Zum Glück haben wir jetzt nur auf die Karte geschaut, gell? Schön. Soll ich mal versuchen mit denen zu... Okay. Ne, ich lasse euch in Ruhe. Warte mal, ist jetzt da weitergegangen? Nö? Da drüben. Oh. Ja, ja, genau. Nee, das ist das, wo ich gegangen bin, oder? Okay, warte mal. Nein. Ah, genau, da komme ich nicht hoch. Ja, gut, aber da war ich vorher. Das war der Weg, wo ich vorher gegangen bin. Nee. Ich bin mich da lang gegangen. Ja, Mann, genau. Da drüben ist ja nur ein Weg. Nur nicht durch irgendein Loch fallen. Okay. Ah, Schatz, da geht's nach oben. Ah, super. Jetzt kommt wieder die Sängerin. Das kann ich mich auch ganz gut. Na, helft's mal. Wo bin ich? Ganz unten, ne? Oh. Okay, jetzt wissen wir, wo es lang geht. Ne, das ist alles überhaupt kein Thema. Sei leise. Lass mich, bin genervt. Okay, komm, geh einfach den leichten Weg. Oh, bin ich doof. Oh, tak. So. Wo bin ich jetzt eigentlich runtergefallen? Was ist gar nicht? Genau, jetzt sind wir da hinter die Rollen. Jetzt müssen wir eigentlich. Mirutelli? Hast du das so? Moritelli?
Titorelli? Steffi, ich habe keine Ahnung, was du mir da sagen willst. Sollst du nicht hoch? Ah je, Stefan, bist da schon müde, ha? Huh? Ah je, oh je. Stefan kann schon nicht mehr schreiben. Tittorelli! Ah, ich hab ihn gefunden! Na dann, easy! Das war einfach. Aber vielleicht gibt es ihn nur als Tittorelli aus. Hör mal! Du, der Bürgermeister hat überall nach dir gesucht. Ich bin Tittorelli. Hervorragend. Könntest du bitte den Projektor anschalten? Alle warten schon darauf. Ich bin Tittorelli. Das erwähntest du bereits. Also, weißt du, dann schalt das Ding doch einfach mal ein und... Das war ein Scherz. Ich bin nicht Tittorelli. Aber ich helfe ihm. Ich bin sein Assistent. Auch gut. Weißt du, wo er ist? Allerdings. Nun, wo denn? Direkt vor dir. Ich bin Tittorelli. Hör mal, ich habe leider keine Zeit für Späßchen. Ein Tausendfüßler, ein Eskimo und Franz Josef gehen in eine Bar. Ich frage mich, ob du immer noch lachst, wenn der Beamte von Tower erfährt, dass du mir nicht helfen wolltest. Ich bin auf einer Mission von größter Bedeutung. Also gut. Ich werde dir erzählen, wo der echte Assistent ist. Wir wollten einem Wächter einen klitzekleinen Streich spielen. Jeder Nacht haben wir ihm einen Schnurrbart ins Gesicht gepinselt, während er schlief. Nicht besonders komisch. Das Tastaturm-Tablet. Aha. Nun, wir fanden es lustig. Wir hatten ein bisschen was getrunken. Ich entkam, aber mein Freund war voll wie eine Standhaubitze, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Wo kann ich ihn finden? Er sitzt in einem Käfig und wird bewacht. Du kannst ihn nicht verfehlen. Er sitzt in einem Käfig und wird bewacht. Ich schalte den Projektor selber ein. Kann ich das dran? Nee. Da wird der Apfel gegrillt. Oh Mann. Diese Insekten. Wie bin ich denn da? Da. Okay, warte. Ich muss die Tittorelli finden. Okay, zuallererst muss ich mal da runter. Okay. Ist ja witzig gewesen, wenn ich durchs Loch angefallen wäre. Zack. Zack, zack, zack. Okay. So, Karte. Einmal da unten. Da ist, glaube ich, die Kneipe. Warte mal. Okay, da richtig? Ja. Aber ich glaube oben, ne? Ich glaube, die ist oben. Eige weg da. Hallo? Hat jemand die Tittorelli gesehen? Was darf es denn sein? Ein Gläschen Information, bitte. Kennen Sie Tittorelli? Allerdings, aber ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Ich weiß weder, wer Sie sind, noch was Sie von Tittorelli wollen. Hören Sie, ich möchte einen meiner besten Stammkunden nicht verlieren. Das Schicksal der Filmvorführung hängt von dieser Information ab. Der Laden kommt wegen dieses Festivals fast völlig zum Erliegen. Alle reden nur noch von dieser Filmvorführung, anstatt meine Kneipe zu besuchen. Kein Grund, sich aufzuregen, Kumpel. Na, ganz ruhig. Ich werde jemand anders fragen. Ich frage sie. Kommt ständig hierher. Bin
Bin ich der Aufseher meines Freundes? Ich habe keine Ahnung. Ja. Der Assistent der Commander ist ja gefangen. In einem Käfig. Okay, es war nicht tief. Es war nicht tief. Ich hab's überlebt. Laut Karte war das ja in die Richtung, wo. Okay, da noch rechts dann rum. Ah, witzige Stadt. Town Hall. Boah. Ja, der schwebt ja. Wow. Nicht schlecht. Cooler Typ. Okay, na, wir gehen jetzt geschwind darüber. Und ist wieder so Prediger, ne? Mit seiner Nordel. Nie-Nordel. Aus dem Weg, ich bin auf einer Mission. Okay. Da, oder? Ja! Die Torelli? Kann ich ein wenig Wasser bekommen? Ich hatte seit gestern keinen Tropfen mehr zu trinken. Ich bin schon ganz ausgedörrt. Dieser Kater ist auch nicht gerade zuträglich. Wasser. Ich sollte den Assistenten befreien. Bitte treten Sie nicht zu nahe an den Gefangenen heran. Hier gibt es nichts zu sehen. Gegen eine geringe Gebühr dürfen Sie ihn allerdings mit etwas Schlamm bewerfen. Ich werde ein Auge zudrücken. Krieger Samsa, hochwohlgeboren. Hochwohlgeboren. Ich repräsentiere die Innenrevisionsabteilung von Tower. Wie? Wer sind Sie? Ich bin im Auftrag meines Mandanten hier. Was wird diesem Assistenten zur Last gefangen gelegt? Der Gefangene hat mir einen Schnurrbart ins Gesicht gemalt. Es war ein Angriff auf die Hoheit des Gesetzes. Nun, gab es denn irgendwelche Zeugen? Nun, mich selbst. Also keine Zeugen? Hören Sie mal, ich repräsentiere hier das Gesetz und ich entscheide, was mit dieser Missgeburt geschieht. Hey, immer höflich bleiben, es gibt Anzeige. Selbstverständlich. Das Problem ist allerdings, dass Sie gegen das Gesetz verstoßen haben, indem Sie jemanden interniert haben, der aus einer Irrenanstalt entflohen ist. Wie bitte? Was Sie hier tun, ist per Definition missbräuchlich. Das ist ganz einfach falsch. Er ist also ein Spinner. Wir bevorzugen die Bezeichnung psychisch krank. Aber ja. Also gut. Dann nehmen Sie diesen Schädling eben mit. Klettern Sie die Stempelmaschine hoch und stempeln Sie das Dokument. Ich werde von hier an übernehmen. Ich bringe ihn dorthin, wo er hingehört. Ist das ansteckend? Oh Gott. Okay, Stempelmaschine. Da. Zack. Gestempelt. Okay. Du bist frei, mein Kumpel. Ich bin Titorellis Assistent. Das war ein Weltklassenstreich. Oh, sag das nicht so laut, dass der Streich war. Das Gesicht des Wächters, als du meintest, ich wäre ein Spinner, war der Hammer. Du solltest mal am Abend bei uns vorbeikommen, dann könnten wir ein wenig Spaß haben. Ich würde es vorziehen zu wissen, wo sich Titorelli aufhält. Titorelli hat seine schlechten Tage. Wenn er sich gerade nicht gut fühlt, zieht er sich in seiner Dose zurück, wo ihn niemand sieht oder belästigt. Komm, ich zeig's dir. Okay, nice. Oh. Oh, können wir ein bisschen schneller gehen? Wird mir es auf der Karte angezeigt? Okay, nach oben. Oh, oh, jetzt werde ich mal müde. Okay, einfach den Weg dann da runter. Ich gehe schon mal vorne. Sehr stark, sehr stark. Ja. Niemand wird ihn hier finden.
Niemand. Wir sind vom gleichen Stoff, aus dem die Träume sind. Und unser kurzes Leben ist eingebettet in einen langen Schlaf. Das ist von Shakespeare. Kennen Sie es? Allerdings. Ich halte große Stücke auf ihn, genau wie auf Sie, Maestro. Oh, wie nett von Ihnen. Was bringt Sie zu mir? Der Bürgermeister schickt mich. Es geht um die Filmvorführung. Sie können gleich zu ihm zurückgehen und ihm sagen, dass die Vorführung nicht stattfinden wird. Es ist alles sinnlos. Alles sinnlos. Aber das gesamte Dorf erwartet den Film des Maestros. Wir erleben alle denselben Film, den wir tagtäglich ansehen. Immer und immer wieder. Doch wir können nicht zurückspulen. Außer der Film geht kaputt. Das ist also das Problem. Der Film ist gerissen? Nein, er ist nicht gerissen. Aber ich habe keinen Zugang dazu. Sie haben ihn blockiert. Wer? Nun, Sie. Diese jämmerlichen Künstler. Diese Hausbesetzer. Sie haben sich in den Projektor geschlichen und den Film in Anspruch genommen. Hausbesetzer. Sie müssen also vertrieben werden. Ja, vertreiben Sie sie. Ich werde mich drum kümmern. Kennen Sie jemanden, der mir dabei helfen könnte? Mein Assistent vielleicht? Normalerweise erledigt er so triviale Angelegenheiten wie Spielorte, Zulassungen und Pachtverträge. Oder sie versuchen, sich direkt an diese Primitivlinge zu wenden. Vielleicht mit ein wenig Druck? Ich werde es versuchen. Okay. Oh. Leni? Hey, Gregor. Leni? Was machst du an einem Ort wie diesem? Ich lebe hier. Das sind gute Neuigkeiten. Weißt du, ich habe da ein Problem. Wie kann ich helfen? Ich muss die Insekten loswerden, die den Film entführt haben. Eine Gruppe von Hippies lebt dort. Du solltest mit ihnen reden. Du kannst es auch bei Titorellis Assistenten versuchen. Ich glaube, er erwähnte, dass er irgendetwas gegen sie in der Hand hätte. Assistent, sagst du? Ja, sprich mit ihm. Dir wird bestimmt etwas einfallen. Falls du meine Hilfe bei etwas brauchst, kannst du immer auf mich zählen. Ich bin beim Kamm, gleich neben dem Film. Wieso willst du mir unbedingt helfen? Du hilfst anderen doch auch und ich mag dich. Geh und erobere den Projektor zurück. Werde machen, Leni. So, wo ist denn jetzt der Assistent? Ist der schon da? Ich muss einen Weg finden, das Band zu befreien. Sie ist der Assistent? Okay, ist einmal alles wieder retour? Kann ich da runter? Babs. Bups. Babs, da ist der Assistent. Ich hatte schon gehofft, sie zu finden. Ich muss die Insekten loswerden. Das ist keine einfache Aufgabe. Niemand wird laut darüber sprechen, aber einer von ihnen ist der Sohn des Bürgermeisters. Er versucht sich darin, ein unabhängiger Künstler zu sein. Es gibt tatsächlich ein Insekt, das ihnen helfen könnte. Wer? Die Buchhalterin. Die graue Eminenz dieses Ortes. Sie sollten mit ihr sprechen. Sie könnte einen Teil des städtischen Budgets umwidmen, um eine vorübergehende Unterkunft bereitzustellen. Wenn sie sich davon überzeugen können, es zu tun. Okay. Da waren wir ja vorher gerade. Okay, auf der anderen Seite. Upp. Da, ne? Oh. Town Hall. Ups. Graue Eminenz? Sag mal, die Buchhalterin ist nicht da oder so.
Ist der Major. Achso, Town Hall ist nicht. Was ist daneben? Warte mal. Da. Da! Entschuldigung, ich will sie nicht stören, aber sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Ich muss die Künstler, die momentan den Filmvorführapparat okkupieren, vorübergehend woanders hin verlegen. Natürlich, sofort mit Vergnügen. Ich bin auch keineswegs mit dieser Arbeitsmarkt-Gesamtrechnung überfordert. Ich spüre Sarkasmus. Ach was. Wir sind doch nur knapp 200% jenseits des Budgetrahmens. Ich schätze, dann haben Sie wohl nicht mehr viele Ressourcen für vorübergehende Umsiedlungen übrig. Normalerweise fällt so etwas ins Kulturbudget. Aber das Kulturbudget wurde aufgekündigt. Kultur soll sich selbst erhalten. Wenn wir unsere Sache nicht annehmen, wird es aber keine Filmvorführung geben. Das könnte Tower verärgern. Nun, wenn die Angelegenheiten Tower betrifft, könnten wir Mittel aus dem Propagandafonds dafür verwenden. Die sind reichlich gefüllt. Gute Idee. Ich werde die entsprechenden Mittel aus dem Fonds für Entwicklung der öffentlichen Sensibilität und des Bewusstseins beantragen und es anschließend bei der Zensurbehörde einreichen. Das sollte diese unabhängigen Künstler glücklich machen. Sie sind ein Lebensretter. Okay, dann wieder retour. Boah, so glücksam wie ein Käfer und können so schnell laufen, gell? Okay, mit ihm vorher reden? Ich muss Titorelli sagen, dass das Band jetzt frei ist. Okay, ich muss mit denen auch gar nicht mehr reden. Okay, geht zu Titorelli. Warte mal, wo bin ich da? Bin ich ganz falsch gelaufen? Oh, ich muss ans Hoch. Hm. Ah ja, so haben wir die Leni kurz besucht, ne? Da geht's hoch. Zacki, 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 zacki. Warte mal. Ja, ist schon richtig, oder? Ja. Jetzt können wir da in den Tower rein, ne? Er wird es trotzdem nicht präsentieren. In der Filmszene kann ein Künstler nicht alleine schöpferisch tätig sein. Es ist nur die primitive Muskelkraft. Wir brauchen also Arbeiter? Allerdings. Um den Projektor zu bedienen, braucht man starke Insekten. Je dümmer, desto besser. Haben Sie den Rat, mit wem ich deswegen reden sollte, Maestro? Maestro spricht nur zu den Musen, seinen Dämonen und zu sich selbst. Ja, natürlich. Aber wenn Maestro See wäre, würde er mal am Marktplatz herumfragen. Ja, Maestro, natürlich mache ich das für die. Ach, schau, das ist so der Film eingefädelt. Witzig, cool. Aber könnt ihr nicht theoretisch den Film einfach jetzt selber einschalten? Weil die Rolle ist ja drinnen. Ah, na gut, er hat ja gesagt, es braucht Muskelkraft. Wo bin denn ich jetzt? Da vorne ist der Marktplatz. Na, bin ich schon richtig. Ich muss eine Mannschaft zusammentrommeln. Entschuldigung? Nee.
Ich kann mit denen nicht reden. Na, okay. Ich glaube, ich muss auf die Bühne, ha? Kann das sein? Ich gehe auf die Bühne. Geh weg da, ich bin jetzt dran. Der Insektenheer hat die Anhänger. Ich brauche Hilfe. Titorelli schickt mich. Niemals soll der weise Mann dem Verachtungswürdigen helfen, wie er seine Weisheit der Verachtung ausgesetzt wird. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn sie mir helfen könnten. Ja, der grelles Licht gesehen hat, wird auf seinem Fluge keine Furcht leiden. Nur die ungläubige Motte wäre so achtlos, in die Flamme zu fliegen. Doch das gläubige Insekt wird seine Stärke in der Dunkelheit finden. Was soll das überhaupt bedeuten? Es bedeutet, ich fürchte deinen Beamten und seine bewegten Bilder nicht. Nur ein Bild kann mich bewegen. Das der Erde selbst und die Einheit der Insektenrasse. Nun, zwei Bilder eben. Die Erde und die Einheit der Insektenrasse. Oh, und der Insektenherr. Also gut, drei Bilder. Was prophezeien Sie denn da überhaupt? Jedes Mal, wenn wir uns treffen, habe ich das Gefühl, dass Sie von völlig unterschiedlichen Dingen sprechen. Sei nicht zu neugierig, Ungläubiger. Nun, Sie müssen doch wissen, welcher Religion Sie als Priester angehören. Natürlich. Der wichtigsten. Oh, ich meine, der einzigen. Eigentlich allen von Ihnen. Das heißt, wieso fragst du mich das überhaupt? Bist du eine verdrießliche Termite? Ich prophezeie deinem Bau eine rosige Zukunft. Ich bin keine Termite. Oder vielleicht eine neugierige Ameise? Laut dem aufgeklärten Ameisinismus sind alle Ameisen gleich. Lass mich dich umarmen. Oh, Ameise. Auch keine Ameise. Wer auch immer du sein magst, ich habe sicherlich den richtigen Vers parat. Nun, alter Knabe, sie scheinen mir für jede Gelegenheit die richtige Religion parat zu haben. Warum auch nicht? Die Insektenwelt ist bemerkenswert vielfältig. Meine Dienste müssen also ebenfalls vielfältig sein, damit ich meine Mitbewerber auszustechen vermag. Sie haben Mitbewerber. Überall lauern Herausforderer, die darauf brennen, meinen Status in Frage zu stellen. Erst gestern hat ein Priester des Kults der großen Fliegenklatsche versucht, mir das Wort zu entreißen. Und vor einer knappen Woche haben die Anbeter des alten Bonbons, die sich versammelten. Altes Bonbon? Ja, genau. Sie wollten mich in Staubzucker wälzen. Es sind harte Zeiten für einen verrückten Prediger. Oh, geil. Keine Ahnung, was da steht. Mir mit Titorelli helfen. Kann er für Sie bei Tower arrangieren, dass Sie jegliche Predigten, außer den Ihren, per Gesetz für illegal erklärt werden. Das könnte er tun. Nie wieder in etwas gewälzt werden. Vielleicht würde man Ihnen in der alten Bonbon-Dose ja sogar einen Tempel errichten. Einen eigenen Tempel! Es müssten nur einige Leute zusammentrommeln, um Titorelli zu helfen. Ich werde es tun. Aber ich brauche dazu deine Hilfe. Oh ne. Oh ne. Insektenerlösung. Meine Kirche für alle Gelegenheiten hat keinerlei Mitglieder. Wenn du vielleicht ein paar Flugblätter verteilen und ein paar Anhänger finden könntest. Ja, okay. Flugblätter.